Hallo und herzlich willkommen. Man denkt, man kennt sich in seiner eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus bestens aus. Doch manchmal gibt es versteckte Bereiche, über die man keine Ahnung hat. Nachdem wir euch diese Leute zeigen, die in ihrem Haus versteckte Räume gebaut oder gefunden haben, werdet ihr bestimmt genauer darauf achten, ob sich nicht auch bei euch noch ein geheimer Raum befindet. Los geht's! Das Gemälde. Die Brüder Don Jr. und Dave Tracty haben ein Haus geerbt, als deren Vater gestorben ist. Ein Erbe ist meist immer etwas Gutes, doch bei denen versteckte sich etwas finanziell extrem Wertvolles darin. Deren Vater Don Tracty hatte paar Jahre zuvor eine schwere Scheidung hinter sich mit der Mutter der Kinder. Als er bemerkte, dass die Ehe in Brüche geht, tat er alles, was nötig war, um seinen wertvollen Besitz nicht der zukünftigen Ex-Frau übergeben zu müssen. 1960 hatte er $900 für ein Rockwell-Gemälde gezahlt. Mit sehr viel Mühe hatte das Bild nachgemalt und das Duplikat zum Verkauf gestellt, während das Richtige noch versteckt war. Eines Tages fanden die Söhne eine leicht auffällige Wand in dem Haus und es stellte sich als Fake-Wand heraus, hinter dem sich ein geheimer Raum befand. Dort befand sich auch das Gemälde und der Plan des Vaters ist aufgegangen, dass die Söhne das Geld bekommen, welche es auch direkt versteigerten. Sie haben einen Rekordpreis von $15,5 Millionen für das Gemälde bekommen. Das Darwin-Haus. Einen geheimen Raum im Haus zu haben, ist nicht nur gut, um Gegenstände daran zu verstecken. Es kann auch für durchdachte Pläne dienen, um an Geld ranzukommen. Das Geld, was man von Lebensversicherung bekommt, kann extrem viel sein. Leider hat der Verstorbene selbst davon allerdings nichts. Es sei denn, ihr entscheidet euch für eine Masche, wie es John und Anne Darwin taten. 2002 gab Anne an, dass sie ihren Mann bei einem Kanuunfall verloren hat. Sie bekam Hunderttausende von Dollar von der Lebensversicherung. Das Schräge daran ist, dass es ihrem Mann in Wahrheit sehr gut ging. Es kam heraus durch ein Foto, dass die beiden 2007 zusammen in Panama zeigt. Wie konnte er sich aber so lange verstecken? Bevor sie nach Panama flogen, haben sie mehrere Wohnungen gekauft und haben einen geheimen Weg gebaut, vom Schlafzimmer aus zu eines der Wohnungen. Über ein Jahr lang haben sie so gelebt, indem er pendelte von der Wohnung seiner Frau zu seinem eigenen Versteck. Man sollte es aber lieber lassen, denn als es rauskam, bekamen die beiden 6 Jahre Haft für den Betrug. Winchester Mystery House. In einer Auflistung von versteckten Räumen darf das Winchester Mystery House einfach nicht fehlen. 1881 war Sarah Winchester eine Witwe, welche bereits 2 Ehemänner und eine Tochter verlor und eine Menge Geld geerbt hat. Das meiste Geld kam von der Firma des Mannes, welcher Waffen und Munition verkaufte. In ihrem Kummer besuchte die Frau eine Wahrsagerin, die ihr mitteilte, dass die Geister der Verstorbenen sie aufgrund der Waffen jagen würden. Dem Rat der Wahrsagerin nach verließ sie die Stadt und zog nach Westen. Sie entschied sich für Kalifornien. Dort baute sie sich mit dem Erbe ein extrem kompliziertes und verwirrendes Haus. Es ist voller bewegbarer Wände, geheimer Gänge und natürlich vieler versteckten Räume. Und das alles, um die Geister, die sie verfolgen, zu verwirren. Man geht sogar davon aus, dass sich dort noch immer Zimmer befinden, die noch nicht gefunden wurden. Es ist schon zu glauben, denn eins wurde gerade erst 2016 gefunden. Ob Fake-Wände, versteckte Wege hinter Bücherregalen oder doppelten Boden, wenn es um Verstecke geht, können Menschen sehr kreativ werden. Welche Art würdet ihr für euer Zuhause bevorzugen, um etwas verschwinden zu lassen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und schaut rein in diese Methoden von Schulen, die benutzt werden, um die Schüler am Abschreiben zu hindern.